Juhu, das Warten hat ein Ende. Ich darf Ihnen unser mega, mega neues Produkt vorstellen. Vielleicht habt ihr es ja schon in der einen oder anderen Story oder im Beitrag gesehen. Tada, unser Airfryer. Wie cool ist das bitte? Ich zeige Ihnen heute auf jeden Fall unseren neuen Airfryer. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich zeige Ihnen auch, mit was man das zum Beispiel kombinieren kann. Und freue mich natürlich auf Fragen von euch. Der Pampachef Airfryer ist ab 1. September 2021 bei uns erhältlich, also bei mir erhältlich. Seit wird der Airfryer erstens einmal eine Heißluftfritteuse, so wie es der Name schon sagt, und zweitens eigentlich auch ein kleiner Mini-Backofen. Unser Airfryer hat eine Tür, also nicht so wie die gängigen Airfryer, die meistens so einen Korb haben zum Einigen. Unserer hat eine Tür und schaut da irgendwo aus wie so ein Backofen. Der Garraum ist relativ groß, hat zwei Bleche und einmal so eine Abtropfschale. Die darf man bitte nicht in die Spülmaschine geben, weil da eine spezielle Beschichtung drauf ist, dass man das immer wieder schön sauber kriegt. Die Bleche und auch sonstiges Zubehör, was ich eigentlich gleich sagen darf, ohne weiteres in die Spülmaschine. Genauso kann man zum Beispiel die Tür ausbauen und wirklich total super reinigen. So, ich zeige Ihnen das jetzt am besten am Gerät direkt. Und zwar, wir sehen jetzt da, wir haben verschiedene Programme. Ich komme mit dem Radl, wie man es von unserem Blender auch schon kennt, dran und kriegen dazu die verschiedenen Programme. Einmal gibt es Airfry, da ist voreingestellt einfach einmal 25 Minuten, wobei ich die Zeit immer verändern kann, so wie ich das haben will. Und es ist voreingestellt eben die 200 Grad. Das kann ich benutzen für alles, was ich quasi als Heißluftfritteuse nehme, sei es Pommes, Chicken Nuggets, ganz egal, also alles so eine Sache. Auch etwas nur mehr auffrittieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schnitzel im Ofen auf dem James oder auch in der Pfanne ausgebacken habe, kann ich das noch mal nehmen, dass ich das noch mal aufbacke. So, dann gibt es das Programm Bake, da ist voreingestellt 175 Grad. Super für alles, was ich aufbacken möchte, in der Früh frische Brötchen zum Beispiel oder auch mal Kuchen backen. Der Airfryer ist einfach extrem schnell aufgeheizt durch seinen kleinen Garraum. So spare ich mir einfach ganz viel Zeit beim Backen oder ja, beim Kochen. Dann gibt es das Programm Roast, das nehme ich zum Beispiel für Fleisch oder Fisch. So, dann haben wir nur das Programm Rotisserie. Das ist zum Beispiel für eine ganze Hähne. Die passt da wirklich eine bis zu 1,7, 1,8 Kilo ungefähr. Da gibt es jetzt zum Beispiel diesen Drehstab oder mit Spießen. Da kann ich mir die ganze Hähne oder auch einen ganzen Blumenkohl oder irgendeinen Kürbis oder so etwas aufspießen. Und dann direkt, wenn ich mir die Fläche rausgebe, mit unserem Hilfswerkzeug kann ich da den Spieß einhängen. Unbedingt immer zuerst auf die linke Seite und dann rechts einhängen und dann dreht sich das eben beim Garn. Genau, was dann nur dabei ist, ist dieser Drehkorb. Da kann ich zum Beispiel super Pommes machen, Nuggets, Kroketten und auch den hänge ich mir wieder am besten, ich muss gut schauen, auf der linken Seite ein und danach auf der rechten Seite und dann funktioniert das und dreht sich der unterm. Und wenn man jetzt da reinschaut, also das ist voreingestellt mit 200 Grad. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Man kann sogar unter die Programme das Licht umschalten und dann kann man da gut reinschauen. Genau, also so dreht sich das dann und wird einfach gleichmäßig rundum gegart. Mit Kränzel kriege ich immer aus den Programmen raus und so stoppe ich ihn einfach. Und was wirklich das Coolste ist, ich habe das jetzt ein paar Sekunden eingeschalten gehabt und es ist schon richtig, richtig warm da drin. Genau, am Anfang war ich ein bisschen verwundert, wie soll ich da für meine Familie kochen? Kleiner Garraum, die zwei kleinen Bleche, der Rotisseriekorb. Aber es gab gar nicht, was da Platz hat. Also 700 Gramm Pommes ist da bei dem Korb gar kein Problem. Und auch auf die zwei Blecher bringe ich richtig, richtig gescheit viel Affe. Also es ist wirklich nicht klar und vor allem auch mit dem Spieß kann ich wirklich das ganze Hähnchen da drin machen. Und die wird super, super knusprig und saftig. So, ab zum nächsten Programm. Es gibt jetzt nur die Funktion Reheat. Das ersetzt teilweise die Mikrowelle. Ich kann da wirklich meine Speisen aufwärmen. Ich kann auch da wieder hoppala, die Zeit einstellen, wie lange ich das da möchte. Ja, jetzt einfach die Speisen. Dann gibt es nur mit Kränzel kriege ich immer wieder außer. Und dann gibt es nur das Dehydrate.
Und das wirklich zum Dürren. Wie cool ist das? Ich kann jetzt meine Schwammerl jetzt zu der Zeit selber dürren. Ich kann Apfelringe machen, also Apfelchips. Ich kann ja, jegliches Zeug einfach selber trocknen. Sehr cool. So, mit Kränzchen wieder raus. Und dann gibt es jetzt noch. Ich kann sogar auf dieser Custom-Taste natürlich alles komplett selber einstellen. Also wirklich. Bis zu 1,5 Stunden von 40 bis 200 Grad kann ich mir das selber wählen, wie ich das haben möchte. Und natürlich wieder mit dem Knopf starten. So, jetzt zeige ich euch noch mal, was alles dabei ist. Also, es ist einmal das Gerät mit dieser Auffang- oder Abtropfschale. Es ist dabei, sind dabei die zwei Bleche, Gitter. Es ist dabei das Hilfswerkzeug. Eben zum Sachen aus dem Rotate-Modus, außer da, es ist der Spieß dabei und es ist der Drehkorb dabei. Da ist man dann perfekt ausgerüstet. Was auch noch dabei ist, ist so ein Cooking Guide, eben mit Zeiten drinnen, dass man sich ein bisschen einlesen kann und natürlich die Gebrauchsanweisung. Wer diesen Airfryer bei mir kauft, schicke ich sogar noch ein Rezeptbüchlein dazu, dass du ein paar Ideen habt für den Start. Und jetzt zeige ich eigentlich noch ein bisschen Zubehör, das vielleicht eh schon der ein oder andere teilweise daheim hat, was man total super verwenden kann. Wichtig ist als erstens einmal, ich kann die Bleche, wie ich es jetzt die ganze Zeit mit den Händen hergenommen habe, natürlich nicht machen, wenn das ganz heiß ist, wenn das fertig gegart ist. Für das haben wir im ersten einmal diese Mini-Bugs an, mit denen kann man das super rausheben, oder natürlich auch die normalen Bugs an, die ich eh für meine Stoneware schon super verwenden kann. Ich habe in dem Airfryer erstens einmal für die Gitter verschiedene Einschubhöhen, also einmal ganz oben, einmal da, wo es jetzt drinnen ist, sogar noch einmal drunter. Und da kann ich jetzt folgendes Zubehör verwenden. Jetzt ganz neu ist dieser kleine Ofenzauberer, das ist unser Stoneware Plus Star und der passt super genau in diesen Airfryer ein. Dann kann ich verwenden unsere kleinen Gusspfandl, die wir eh schon kennen, die waren schon so im Katalog drinnen letztes Jahr. Die kann man natürlich auch super hernehmen. Und von unserer emaillierten Gusseisenserie kann ich den kleinen 1 Liter emaillierten zum Beispiel auch so quer in den Airfryer reingeben und da irgendwelche kleinen Auflöffel oder Kuchen zum Beispiel machen. Und wer gerne mal einen schnellen Kuchen backen will, ohne viel Aufheizzeit, der kann jetzt sogar unser cooler kleiner Springform nehmen. Das nämlich so gerade und gerade eine. Wie cool ist das? Also, habe ich da Lust gemacht auf den Airfryer? Bitte schreibt mir aus. Könnt ihr natürlich ab 1. September gerne bei mir bestellen. Ich informiere euch natürlich auch gerne nochmal. Ja, der Preis wird euch auch noch interessieren. Er wird 299 Euro kosten, also immer samt dem kompletten Zubehör, das da dabei ist. Und als Gastgeber kostet dann gern um einen halben Preis fällen. Das wisst ihr, Gastgeberrabatte ab 200 Euro Umsatz kriegst du schon zum Beispiel ein Halbpreisprodukt. Oder bei den Gratisprodukten könnt ihr euch bis zu 265 gratis holen und dann darf es eh nicht mehr viel drauf sein. Also bei Fragen bitte melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.